Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht an gleicher Ort, gleicher Stelle weiter bei Prince of Persia, bei meinem mittlerweile dritten Let's Play. Und ja, jetzt dürfen wir mal wieder laufen an der Wand und abspringen. Wow. Ja. Serienkenner werden sowas natürlich mit im Schlaf schon können. Serienneulinge allerdings sollten sich vielleicht erstmal an die alte Trilogie wagen. Das erinnert mich an Azad. Ja, an Azad. Das ist, das war jetzt so eine kleine Anspielung auf den ersten Teil. Der spielt ja in Azad. Und da gab es auch Unmengen an diesen Schaltern. Das erinnert mich auch an Azad. Ja, da hat er auch nicht ganz Unrecht. Ja, wie ihr seht, dieses Symbol, was jetzt an der Seite aufgetaucht ist, ist eigentlich nur die Zeitanzeige für die Tür. Zack. Er hat es neu erwischt. Die wir jetzt natürlich öffnen und durchrennen. Zack. Ich rolle immer grundsätzlich durch die Türen, weil manchmal gehen die so knapp zu und dann sieht das Durchrollen einfach cooler aus. Das wird immer noch schlimmer. Ja, das ist doch immer so, Prinz. Es wird immer schlimmer. Du kannst auch nicht auf Besserung hoffen. So, aber wenigstens haben sie jetzt die Kletteranimation hier, oder besser gesagt die Klettergeschwindigkeit, wenn er an diesen Balken hängt, ein bisschen verschnellert, weil im ersten Teil war das ja immer so ungefähr. Und jetzt sprintet er wie ein junger Gott an den Wänden entlang. Wobei man auch direkt auf die Animationen zu sprechen kommen kann, weil die sind auch alle recht schick gelungen. Und sieht auch nicht so wirklich abgehackt aus. Folgt dem Prinzen! Ja, folgt dem Prinzen. Erstmal selber den Weg finden. So, aber die Kamera ist ja immer so großzügig und zeigt euch dann auch den Weg an, den ihr dann gehen müsst. Macht Platz für den Prinzen! Malik! Er kann mich wegen des Kampfes wohl nicht hören. Ja, Malik kommt jetzt auch das erste Mal in einem Prince of Persia Spiel vor. Man hat auch in der alten Trilogie nichts darüber erfahren, dass der Prinz überhaupt einen Bruder hat. Das einzige Familienmitglied, das man kennengelernt hat, war der Vater, den man ja dann, Achtung Spoiler, im ersten Teil schon ziemlich am Anfang töten muss, weil er zu einem Sandvieh geworden ist. Ja. Das ist erstmal hier so die Gegner, so leichtes Kanonenfutter, würde ich mal so sagen. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Moves, die der Prinz beherrscht, also diese normalen Angriffe. Diese über die Gegner springen und sie dann cool auseinandernehmen, kann er natürlich auch noch. Ja, aber der Großteil des Spiels besteht halt darin, zu klettern. Und zu klettern und zu klettern, was ich eigentlich auch gut finde, weil das zeichnet Prinz auch, Prinz, jetzt sprichst du mir hier schon Deutsch-Englisch oder wie. Das zeichnet Prince of Persia natürlich auch aus. Die Klettereien. Ja, halt um einen Power-Angriff auszuführen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Dann geht's nämlich schneller. Zack. Ja, da seht ihr, zack. Diese Angriffe kann er auch. Manchmal wird das von der Kamera dann auch ziemlich cool in Szene gesetzt. Jetzt gerade leider natürlich nicht. Hieran kann ich mich wohl festhalten. Ja, und jetzt kommt auch noch ein bisschen, ja, irgendwie erinnern mich diese kleinen Steine hier an, ich weiß nicht warum, aber an Uncharted 2. Weil da gibt es diese Steine auch, die dauernd an der Wand hängen, die sind dann meistens weiß gekennzeichnet. Und, ja, Drake klettert dann fast genauso hoch wie der Prinz jetzt gerade. Ja, Tür zu. Der verschollene Bruder immer noch nicht erreicht. Das heißt für uns, weiterklettern, weiterklettern, weiterklettern. Und weiterklettern. Und immer weiterklettern. Ja. Die Pfeile können euch natürlich nicht erwischen. Das ist nur so ein gescriptetes Event. Das heißt, ihr braucht keine Angst davor zu haben. Also, ich glaube zumindest, dass sie einen nicht erwischen können. Mich haben sie noch nicht erwischt. So, weiter runter, weiter runter.
So, und dann geht's weiter. Ja, ihr merkt auch ziemlich, wenn es was Neues, wenn was Neues in diesem Spiel eingefügt wird, wie diese Steine hier, dann kommen die erstmal nacheinander die ganze Zeit, damit ihr lernt, damit umzugehen. Und das ist auch bei jeder neuen Fähigkeit, die ihr lernt, so. Dann kommt erstmal sowas wie eine, ja, wie ein Tutorial halt. Ja, wie komme ich da bloß durch? Ups. Elegant. Und da sind wieder Gegner, juhu. Zack. Und drüber springen und zack. Ja, das hat doch mal cool ausgesehen, oder? Genau wie das. Und wehgetan hat es auch noch. Da hat sich der Prinz wahrscheinlich was von Kollege Born abgeguckt. Obwohl man ihn nicht wirklich als Kollegen bezeichnen kann. Und zack. Ja, einmal das Rückgrat freigelegt. Ach, da war ja noch einer. Ja, der Prinz kann jetzt auch rammen und treten, wie ihr seht. Obwohl das Treten ein bisschen komisch aussieht. So, naja. Hätte man auch ein bisschen stylischer in Szene setzen können. Aber deswegen ist es noch lang kein schlechtes Spiel. Ich sag euch nur mal schon mal so viel, es ist recht kurz. Ich habe, ja, wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? Ich habe an einem Samstag angefangen und war mittwochs fertig. Allerdings, wer mich kennt, weiß, ich bin keiner, der jetzt 3 Stunden die ganze Zeit am gleichen Spiel hängt. Ich spiele höchstens 1 Stunde und dann mache ich immer Pause. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie auf meine Gesundheit achten will oder so, sondern weil ich einfach keine Lust mehr habe dann. Egal wie gut das Spiel ist. Ja, deswegen, also die Spielzeit würde ich jetzt auf 6 Stunden schätzen. Also nicht wirklich viel. Aber das macht ja nichts. Ja, immer wenn dieses blaue Symbol erscheint, dann heißt es, es wurde gerade gespeichert. Ja. Da unten sieht man wieder ein paar Soldaten, die versuchen... Ups, die versuchen natürlich die Armee, feindliche Armee aufzuhalten. Ja, ich würde euch jetzt gerne noch mehr von der Story erzählen, allerdings will ich jetzt noch nichts spoilern. Ihr erfahrt das ja sowieso dann später. Und dann kann ich dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen, falls noch irgendwas unklar war. Jetzt müssen wir erstmal hier rüber und dann müssen wir wieder runter. Dann laufen wir mal weiter. Ja, okay, das habt ihr jetzt vielleicht nicht gehört, vielleicht doch. Oh, ja, das sah nicht schlecht aus. Ja, manchmal hat das Spiel ein paar Tonaussetzer, leider. Und ein paar Ruckler auch. Aber darüber kann man ja auch noch hinwegsehen. Ich glaube, das war gerade zu kurz, ja. Das ist jetzt doof. Man kann natürlich später auch die Zeit zurückspulen. Das ist jetzt kein Spoiler oder sowas. Ich kann es, konnte es jetzt gerade leider noch nicht. Was aber nicht schlimm ist, weil die Rücksetzpunkte sind echt fair. Mich hat das Spiel nicht wirklich gefrustet. Außer an so ein paar Schalterrätseln, die später auch noch kommen, weil ich hasse Rätsel wie die Pest. Und selbst billige Rätsel sind für mich manchmal schon eine Herausforderung. Vielleicht bin ich einfach zu doof. Ja, und mit dieser Zwischensequenz, die jetzt läuft, muss ich mich leider schon wieder verabschieden für diesen Teil. Aber wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Also bis dann. Ciao. Begrüßt man so seine Familie? Halt! Schlechter Zeitpunkt für einen Besuch. Wohl doch eher eine schlechte Zeit für einen Krieg. Nun, bei deinem nächsten Besuch lasse ich die Feinde draußen. Gut, dass du da bist. Das Tor muss auf. Die Mechanismen sind auf den Türmen. Wenn du sie aktivierst, öffnet sich das Tor. Da du es nach oben geschafft hast, ist der Rest doch kein Problem. Keinesfalls. Gut, danach komm schnell runter. Ich will Vater nicht sagen müssen, dass du in meiner Obhut verletzt wurdest. Deiner Obhut? Los, schnell!